Moin Moin und willkommen zurück bei 7 Days to Die Alpha 20. Mittlerweile schon Tag 33. Wir sind heute auch wieder alleine unterwegs erstmal. Der Striker wollte eher so als Ehrengast immer mal zwischendurch vielleicht mit auftauchen. Keine Ahnung, wie genau das gemeint ist. Wir werden sehen. Die Zukunft wird es zeigen. Aber wir wollen jetzt heute, ich habe einen Plan. Ich habe noch mal ein bisschen Salz geholt in der Nacht und noch ein paar Felder machen können. Ja, das Ja, gut, das Thema hatten wir jetzt schon, aber die Feldwirtschaft wurde ja hier irgendwie seitens der Entwickler vielleicht ein bisschen verkackt. Also, sie ist nicht verkackt in dem Sinne, sie funktioniert ja grundsätzlich, aber... Oh, Besuch. Bei weitem nicht mehr so gut, wie es früher einmal war. Alter, hier ist die Tür, Mann. Also, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass sie nicht so gut ist wie früher. Weil die war früher doch schon sehr gut. Aber so schlecht wie jetzt ist das hätte auch nicht Not getan. Weil wir haben jetzt das Problem, wir brauchen 5 Pflanzen, um einen Samen draus zu machen. Und wir kriegen keinen Samen mehr zwingend raus. Früher war das ja so, man hat die Pflanze abgeerntet und das war unten... ist halt neu gewachsen. Das hätten sie gerne irgendwie beibehalten können. Das wäre eigentlich ganz geil gewesen. Aber... ja, einfach nein. So, wir machen das gleich mal ein Beispiel der Pilze hier durch. Nee, schlechtes Beispiel, weil dafür brauche ich noch Erde, um Samen zu machen. Wir hätten hier noch ein paar Heidelbeeren. Seid ihr fertig? Heidelbeeren sind fertig, das heißt, ich werde jetzt mal eine Heidelbeerernte holen. Es schwankt auch ein bisschen, was wir da rauskriegen, ne? Irgendwo ist hier eine Schweirin, die nicht in der Lage ist, mich auf einem offenen, freien Feld auf Bodenhöhe zu finden. Naja, ist okay. Was nimmt das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viel haben wir denn? 7 mal 1, 3, 4, 5. Alter, ich brauche 35 Pflanzen pro Feld. Ich habe es ja dezent übertrieben. So. Machen wir nämlich jetzt mal das Heidelbeerfeld fertig. Hoffe ich. Rezepte. Heidelbeersamen, ja. 35 brauche ich. 8 habe ich. Mach. Okay, es nervt mich. Ich, 27 im Übrigen. Hey, Di, wo bist du? Hey, Di. Ja, hat sich wohl ausgeladet. Das ist jetzt das Problem. Ich brauche... gut, aber ich habe auch ein paar Pflanzen mehr gemacht. Letztendlich habe ich jetzt aber unterm Strich vom Gefühl her einen Gewinn von 6 Heidelbeeren dafür, dass ich dieses riesige Feld habe. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Naja, egal. Ich stehe auf die Felder. Ich werde sie jetzt auch einfach bauen. Weil ich mag Feldwirtschaft ja trotzdem. So, dann haben wir zumindest das Heidelbeerfeld schon mal fertig. Oh, das Maisfeld ist ja auch schon fertig, richtig? Ja. Apropos Maisfeld. Ich habe auch einen Plan für heute. Wir werden uns jetzt heute mal den Supermais ranholen. Das ist, glaube ich, die letzte Pflanze, die noch fehlt. Die gönnen wir uns. So, das Feld ist fertig. Kürbis. Oh. Auch fertig. Rezepte. Kürbis haben. Zack. 5. Also, das ist, wir machen Fortschritte. Schlimmer wäre es gewesen, wenn wir gar keine Fortschritte gemacht hätten. Aber das, was so dran so nervig ist, man muss, also wirklich muss, vom Landleben auf Maximum haben, um zumindest Sicherheit zu haben, dass es mehr Pflanzen werden.
alles darunter kann ein Minusgeschäft werden. Das ist irgendwie bitter. So, komm. Zack, 9 davon. Man hat hier jetzt auch nur einen einzigen Samen rausbekommen aus den Pflanzen. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es eine 50% Chance ist. Das sehe ich irgendwie nicht so. Okay, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber sind es jetzt überhaupt mehr Pflanzen als vorher? Ich hoffe doch. Ist ja ätzend. Was haben wir hier? Hopfen? Hopfen. Erste große Ernte. Schön. Ich habe da jetzt 2 Pflanzen gehabt. Und kann auch nur... Nee, ich habe die viel Samen raus... Oh. Entschuldigung, ich wollte gerade meckern. Aber ich habe ja... Okay, die Hopfenpflanzen habe ich verdoppelt gekriegt. Da war das Glück auf unserer Seite. Jucca, lass dich mal komplett anwachsen erstmal. Hier hinten ist das Feld für den Supermais. Kaffee könnte was vertragen. Oh, Aloe Vera ist gewachsen. Oh, er rendert sich jetzt auch. Ah! Ich weiß gar nicht, ob ihr das in der Aufnahme mitbekommen hattet, aber irgendwie die Aloe Vera Pflanzen im Samenanbau, die werden einfach überhaupt nicht gerendert, so oft. Nur wenn man direkt draufsteht, vom Gefühl her. So, dann nehmen wir mal Kaffee, ne? Auch da, von den Samen her, schon wieder absolut schlechtes Geschäft. Könnte man noch mal machen. Aber machen wir jetzt einmal ganz. Wir beginnen erstmal ganz gemütlich damit, dass wir die Felder hier ein bisschen fertiger kriegen. Rezepte. Sache ist, uns fehlt jetzt auf jeden Fall wieder. Uns fehlen Felder. Boah, mehr Felder. Okay. Wir kommen ja immerhin voran, das muss man schon mal ganz klar sagen. Ihr macht noch euer Ding. Hier könnte ich nochmal, genau. Beziehungsweise habe ich keine Baumwolle angebaut? Ich glaube, ich habe keine Baumwolle angebaut. So viel dann zu Supermais ist das Letzte, was fehlt. Nein! Tatsächlich, ich habe viel zu wenig. Oh, das ist bitter. Ach komm, den Samen nehme ich auch noch. Danke. Oh, dafür brauche ich aber kurz Erde von oben. Ein Feld zu wenig. Na ja gut, das Supermais ist, den Supermais könnte ich ja auf einem outgesourcten Beet irgendwie so packen. Das wäre nicht das Problem. Ich habe bestimmt sogar noch Pilze da, oder? Ja, habe ich auch noch. Perfekt. Schauen wir mal. Ein bisschen Erde dazu kleistern. Rezepte. Gibt's hier. Oh. Also mit der Ausbeute bin ich soweit zufrieden. Also, dass wir Pilze. Pilze waren immer das Feld, wo ich am längsten gebraucht habe, um das fertig zu kriegen. Aber das läuft hier echt gut. Da kann ja hier nicht alles schlecht reden. Das
muss ich ehrlich zugeben. Besser als ich gewohnt bin. Nice. Jetzt haben wir noch 7 Felder. Nächstes Feld komplett fertig. Ja, auf jeden Fall werde ich hier Platz brauchen, sobald wir fertig sind. Das Gute ist, Yucca, wir sitzen hier an der Quelle. Ich kann mir eigentlich das komplett schon fertig machen, die Yucca-Felder. Uns fehlt Gammelfleisch dafür. Das heißt, wenn wir jetzt unterwegs irgendwo Gammelfleisch finden, werden wir uns das auch schön abkratzen. So. Essen, Trinken sieht in Ordnung aus. Wir haben ja jetzt nicht so den weitesten Weg vor uns. Ich glaube, ich habe Grace noch gerade leider nicht markiert. Ich glaube, das ist das hier. Ich glaube, wir hatten noch 2 davon. Ja, hier ist noch einer. Das heißt, wir können gleich doppelt einen Supermeister holen. Das macht es angenehmer, wenn wir Samen rausziehen wollen. So. Was für ein Dreckswetter schon wieder. Oh Mann. Da, 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 da. Das heißt, wir sind mit der nächsten Ernte eventuell so weit, dass das Pilzfeld fertig ist. Wir haben das Maisfeld fertig. Wir müssten uns wirklich dringendst um Kartoffeln machen. Und dann haben wir alles da, um Gemüseeintopf in Dauerschleife herzustellen. Es gibt natürlich noch viel geileres Essen als Gemüseeintopf, gar keine Frage. Aber der ist recht einfach zu machen, das ist ganz bequem. Mit hier. Sind der Rad da? Das Busch besser regelt. Oh, niemand da. Hi! Gammelfleisch. Okay. Nö, dann will ich das da. Dann will ich da mal kurz rein. Aha! Das ist zwar jetzt wirklich nicht viel, was wir da jetzt rumbekommen, aber... 6er Alteisenschiefel. Ui. Ach. Manche Leute den Türen. So, wir müssen zu Grace. Beziehungsweise wir können das Gebäude ja mal ganz anständig durcharbeiten. Ha. Ich bin im Falsch. Ich park mal kurz um. So, angekommen. Einfach auf die falsche Straßenseite gelaufen. Das muss man auch erstmal können. So, wie war denn hier der normale Weg? Ich glaube, hinten rein durch den Keller. Anscheinend nicht durch den Keller, dann der Keller. Yep. Gammelfleisch, Gammelfleisch, Gammelfleisch. Da werden wir jetzt öfter gezielt auch mal nachsuchen. Bis wir alle Felder haben. Sache ist, alles andere, was wir für die Felder brauchen, haben wir direkt vor der Haustür zum Abernten. Macht's angenehmer. So. Grace, wir kommen! Woo. Obwohl, ja, das könnte bei dem Schwierigkeitsgrad natürlich aber auch eine Nummer für sich werden. Du willst mich töten, kann das sein?
Hab ich mir gedacht. Du bleibst artig da drin. Zack. Freundliches Schwein? Freundliches Schwein. Freundlichen Schweinen müssen wir nichts tun. Muss aber auch nicht so viele Klamotten mitnehmen. Die verstopfen immer das Inventar so sehr. Hi. Geil. War ja doppelter Hinsicht eine gute Idee hier rein. Ich wusste gar nicht, wie viel Gammelfleisch hier drin liegt. Nice. Wir rauschen Zombies. Okay. Die werden sich schon bemerkbar machen. Oh ja! Auch wenn das hammerwiderlich ist, dass das alles in dem Haus rumliegt. Egal. Maismehl, herzlichen Glückwunsch. Ich wünschte, es würde eine Möglichkeit geben, einen solchen Herd bei sich zu Hause hinzustellen, in der Küche zum Kochen. Ich finde das einfach alles auf dem Lagerfeuer zu machen irgendwie doof. Moin! Oh! Irgendwann kommen sie mal rein. Oder kriegen sie einen warmen Empfang von meiner brennenden Machete. Hallo, ich habe die Laufe ausgewählt, danke. Hi, Schweinchens. Nett, dass die Schweinchens mir gerade nichts tun, dann tue ich denen auch nichts. So, normal Fleisch zum Kochen, da mangelt es uns jetzt gerade nicht unbedingt. Ui! Was ist heilig? So. Nimm mit. Oh, Grace hatte sogar ihr eigenes Zimmer im Haus. Ist das nicht süß? One Hit. Warum nicht? Jetzt müssten wir bei Karls Korns angekommen sein, oder? Dass ich hier rüber hüpfe, oder was? Okay.
Das ist sogar. Aha. Schon immer so? Okay. Ey. Oh. Das Baustoffparadies. Das nehme ich mit. Wir sollten uns vielleicht auch mal Zementmischer zulegen. Da wir den ganzen Kram schon seit Ewigkeiten ein, aber kann ihn noch nicht wirklich verarbeiten, weil wir einfach keinen Zementmischer haben. So. Machete läuft super bis jetzt. Also meine Knüppel, muss ich sagen, vermisse ich so recht wenig. Ich vermisse einfach nur meine Schrotflinte. Eigentlich ist der Revolver auch einfach nur cool. Da. Auch wenn die Schrotflinte jetzt speziell bei so einem Beispiel wie Grace vielleicht die bessere Wahl wäre. Hallo, hier bin ich. Hey. Also zum Bett gibt es ja wirklich eine Menge. Menge. Jacke. Super Mais gefunden. Hey. Ganz ruhig, Leute. Nein, der wird das voll. Nein! Scrap. Weg. Scrap. Gut. Ist ein Anfang. Besser als nix. Jetzt hab ich dafür nicht mal mehr Platz. Nein! Hier, isst mal. Ah. Stofffetzen im Inventar? Ach, ich guck einfach mal. Scrap. Nein, hab ich nicht. Oh, du bist auch brauchbar was wert. Nein. Scrap. Oh. Die Dose scrap ich gleich hinterher. So. Oh, ich habe jetzt 4 Stück rausbekommen. Aber ich weiß ja, im Keller sind noch Pflanzen. Ich muss gleich mal zum Motorrad. Ist ja schlimm hier. Oh, echt jetzt? Rezept für die Chemiestation? Nice! Benutzen! So mag ich das. Das heißt, wir können uns eine Chemiestation zu Hause bauen. Dafür müsst alles da haben. Ich muss aber kurz Motorrad. Oh Gott. Aber zumindest haben wir schon mal unser Ziel erreicht. Wir haben Super Mais. Wir können es zwar noch nicht anbauen, aber wir haben es. Ist ein Anfang. Ja, dann hau mal hier rüber.
Die Dietriche behalte ich mal lieber. Beziehungsweise der Supermeister wird bei mir noch drauf gestapelt. Das macht schon mehr Sinn. So. Und zurück. Das Motorrad ist so voll. Jetzt schon. Ah. Danke. Hätten die auch noch eine Küche, ne? Und Bilder. Geht das jetzt hier hoch? Ja. Ja, hier oben war ich. Das macht keinen Sinn. Das heißt, ich hatte die Küche eventuell auch schon. Oh, nein, 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 nein. Ich hatte die Küche vom Nachbarn. Weg. So. Oh. Steine aus der Abfallpresse. Voll mein Ding. Gammelfleisch. Das finde ich super. Komm, das verkohlte Fleisch könnte ich auch einfach essen. Dazu dann einen Kaffee. Die Fackel einfach. So, hier kommt der interessante Teil. Tata, super nice. Ach, den Kram kann ich hier nicht stehen lassen. Das ist leider so. Guten hat 5 Mischungen. Oh. Vor allem das Gute ist, wenn wir die Dinge abbauen, kriegen wir auch noch immer geschmiedetes Eisen raus. Finde ich doch sehr angenehm. Irgendwo fehlt mir gerade noch die Falle, weil wir haben Grace noch nicht gefunden. Irgendwo geht noch was. Ah! Gammelfleisch. Oh yeah. Ja! Das nehme ich. Das ist widerlich. Egal. Und im Loch geht's gleich los. Das wird gut. Das Schöne ist, aufgrund unserer Akrobatik-Skills kann ich mich einfach verpissen. Das ist so ganz angenehm. Ei. Hallo? Ach so.
Das ist ja gar nicht auffällig, ne? Hallo Grace! Oh, easy. Echtes Fleisch oder Gammelfleisch? Oh, du arme Sau. Oh. Ah, normales Fleisch. Okay, das heißt, ich könnte die andere Grace vielleicht einfach am Leben lassen. Wo hier gibt es so viel Gammelfleisch? Oh. Ein Luxus. Regeneriere mal deine Ausdauer, bitte. Ist noch Platz für eine Kerze? Oh, eine Kerze kriege ich noch runter. Zack. Hier geht's wieder raus, ne? Was ist das? Einfach nur Sackgasse? Ja, ich glaube, das ist einfach nur Sackgasse. So, dann lass mal hier raus. Nicht genug Ausdauer, ja. Ist dann so, lebt damit. Oh, vielleicht gibt's ja noch Endloot, den habe ich ja ganz vergessen. Oh, der Inventar ist so voll. Oh, verdammt, da ist er. Eieiei. So. Das heißt, ich muss ab jetzt aussortieren wieder. Warte, ich kann noch mal Eisen zusammen scrappen, genauso wie Blei. Da kommt es nicht an. Auf den Stofffetzen kommt es mir auch nicht an. So. Ersten Part erledigt. Zack. Zack. Wie, ich muss mich nicht mal eincremen, ich bin full life? Ui. Ui. Das kommt auch nicht so oft vor. Komm, Steine weg. Dinger lassen sich gut verkaufen. 36 Maismehl. Ah. Ich habe Entscheidungsschwierigkeiten. Wow, wow, ein Sand. Weg. So. Die kann ich scrappen. Dich nehme ich auf jeden Fall mit. Da führt kein Weg dran vorbei. Hinterlege ich. Okay, was haben wir hier noch? Waffenteile. Aha. Ich schmeiß das Papier weg. Und was schmeiß ich noch weg? Komm, pack die Blumen weg. Die kann ich mir unterwegs über irgendwo wieder pflücken. So, jetzt haben wir hier noch das Witz, den Witz dieser Kiste. Und ich wollte noch zum zweiten Karlskorn und zur zweiten Grace. Das ist mit dem Inventar einfach nicht möglich. Ja. Das heißt, ich muss aussortieren zwischendurch. Aber wir sind doch schon wieder bei einer halben Stunde. Oh. Ich kann doch nicht zwei Folgen in Folge das gleiche machen. Das wäre auch irgendwie doof. Ach du Scheiße. Ich muss hier gleich wieder herkommen. Wo geht's raus? Ach, Grace, ihr... Ja, Grace, ihr Gehege. Ich erinnere mich. Ich muss mal kurz gucken, dass ich was loswerde, weil da sind ein paar Dinge drin, die ich schon ganz gut finde. Weil die Baustoffe da drin, das ganze Zement und Pflastersteine. Ein Träumchen. Oh, Platz. Hey. So. Ich fahre mit dem Motorrad noch näher ran, damit wir nicht so viel zu Fuß gehen müssen.
Moin. Bin ich wieder. Ach komm. Ich wollte runterspringen. Das Spiel lässt mich nicht. Ist in Ordnung. So. Alles eingepackt. Ein Traum. Sache ist, wir müssen den Kram zu Hause auf jeden Fall abladen. Das ist ja jetzt aber auch halb so schlimm. Hier ist unser Ey, das sind ja noch zwei! Oh, wow! Okay. Das ist auch drittes. Und viertes. Und fünftes. Was ist denn hier los? Spiel? Ja, okay. Muss ich mal einen Weg. Ich mach mal einen Wegpunkt rein. So, einfach nur, dass ich den habe. Okay. Das heißt, ich kann mir ein Supermaisfeld einfach gefühlt jetzt schon komplett zusammenfarmen. Beziehungsweise sind auch überall diese ganzen Leichen drin. Das ist natürlich krass. Das heißt, ich habe mit den Feldern keine Probleme mehr und ich kann Supermais auch direkt fertig machen. Beziehungsweise, ich habe ja noch gar kein Feld mit Supermais. So, falsch. Nein! Ich mag immer die falschen, wenn ich das mache. Das ist dumm. Oh, was war da noch zwischen? Essen und Trinken. Zack, zack. Ach, Geld. Okay. Gutes Gespräch. Gut. Oh. Ich dachte, wir haben jetzt hier nur noch einen zweiten davon. Au. Ja gut, das kriegen wir aber wohl geregelt. Ich sortiere mal ganz kurz die Dinge weg. Au. Ja gut, Munition ist voll. So, ich habe Mods. Ja, ich habe Mods ja schon sortiert. Stimmt. Bin ja schon mal so fleißig gewesen. Ey, okay, unser Zement wird langsam doch zu viel hier, oder? Nice. Also, zu viel gibt's ja in dem Sinne gar nicht. Also, ist es langsam in guten Mengen vorhanden. Gucken wir es lieber so aus. Ich habe hier noch 60 Aloe Vera Blätter, das heißt theoretisch, ich müsste auch damit die Felder fertig machen. Gut, was kann ich hier auch so eigentlich machen? Rezepte. Oh, Großvater ist ihre Soße? Aha. Es lohnt sich sogar, den Kram anzubauen. Damit kriege ich ja, glaube ich, noch bessere Preise beim Handeln. 5 Honig brauche ich dafür. Ei. Pack den da mal mit rein. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, 30 Supermais rauskriege pro, macht das ja 6 Samen. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, die Felder genauso groß zu machen, vielleicht lasse ich, könnte ja auch das Baumwollfeld auslassen. Ja. Das heißt, wir hätten hier 6 Samen. 12. 18. 24. ...30. 35. Oh, ich fasse es nicht. Ich könnte ein komplettes Feld voll machen.
und hätte am Ende sogar noch was über mit den ganzen, die wir hier allein schon aufgedeckt haben. Ich fass es nicht. Also irgendwie, der Seed meint es wohl echt gut mit den Grayson auf dieser Map. Aber auch das heißt, wir können uns echt gut Fleisch rausholen. Ah, muss ich natürlich für mich entscheiden, wie oft wir das jetzt zusammen machen. Weil es gab jetzt 80 Fleisch. 80 Fleisch sind 16. Beete. Viele fehlen noch. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich aus jedem noch, sagen wir mal, 15 Beete rausbekomme. Fehlen tun uns noch. Mach ich kurz Mathe. 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 20. Viele. 50 plus nochmal 12. 62. Plus 18. 70. 80. Wow, wow, wow. 80. Plus. Nochmal 18. 98. Plus. 15? War ich jetzt bei 90? 105? Au! Keine Ahnung, ich habe jetzt keine Lust, das genau auszurechnen, weil ich glaube, ich habe mich jetzt irgendwo wieder verzählt, aber sagen wir, wenn wir jetzt bei 115 wären. Ne, 105 waren wir jetzt. Plus. 1. Sind wir jetzt bei 120? 109, sagen wir mal, ich brauche allein 130 weitere Felder. Ah! Für die, die wir schon angezeichnet haben. Das ist natürlich krass. Gut. Dafür haben wir dann auch nicht genug von den Kaltkorn, sonst was. Ja. Keine Ahnung. Das ist mir jetzt doch zu viel geworden. Zu viel Nachdenken. Auf jeden Fall auch für Baustoff. Die sind so vielseitig nützlich für uns, ne? Das ist schon übel. Oh, Objektteile. So, jetzt habe ich schon wieder den ganzen Nachmittag hier in-game verquasselt. Mann. Ist ja schlimm hier. Warte, Munition. Ich muss die Munitionsdinger aufteilen. Wir haben zu viel. Gut, zu viel Munition gibt es ja eigentlich auch nicht. Aber ist okay. Unterm Strich könnte es ja schlimmer sein. Brauchst du eigentlich was? Nö. Dann geh mal aus. Auf jeden Fall ist gut, genug gekochtes Fleisch da drin gerade. Das ist auch gut. Hier, Wasserspender. Ich habe noch Wasser. Bitteschön. Sonst dich. Das, das und das. Stiefel, komm hier rein. Ja, wir haben eindeutig eine Menge Sachen da. Müsste vielleicht zwischendurch jetzt mal aussortieren fahren, ohne dass wir jetzt weiter geskillt haben in mehr alles. Ja gut. Das heißt jetzt für mich aber, dass ich jetzt bis zum nächsten Mal auf jeden Fall noch ein Kaltkorner jetzt einmal ohne euch mache. Und dann können wir mal auf schnellem Wege gucken, wie viele wir schaffen, oder?
Ah, wir könnten auch noch die Challenge draus machen. Obwohl, das ist auch schwierig, weil ich will ja mal so viel looten. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir nochmal bei Kyle's Corners vorbeischauen. Das nächste Mal war nicht ganz so gemütlich, sondern vielleicht mal auf dem schnellen Wege. Ich lasse mich mal überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.